Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich tatsächlich jetzt mein Setup so weit habe, dass ich mir vorstellen kann, hier die ein oder andere Session, Entschuldigung, zum Thema Sprache und Spiel aufzunehmen. Genau. Vielleicht ganz kurz, mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden und ich plane im Wintersemester eine Vorlesung zum Thema Sprache und Spiel. Das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und ich habe Ewigkeiten nach einem Setup gesucht, mit dem ich arbeiten kann, wo ich selbst aufzeichnen kann. Und habe es jetzt mit dem Steam Deck gefunden, von Valve, eine der großartigsten Konsolen, möchte man fast sagen, Handheld-Konsolen, die in den letzten Jahren erschienen ist. Und ich werde das Ganze hier so machen auf Twitch, dass ich immer ein bestimmtes Thema in den Vordergrund stelle und heute wird es sein, der Held. Warum? Weil natürlich es so ist, dass wir uns, wenn wir uns mit dem Zusammenhang von Sprache und Spiel beschäftigen, eine ganz bestimmte Vorstellung davon haben, welche Themen wir denn überhaupt ansprechen können. Und ein Thema davon ist eben, wie Sprache im Spiel eingesetzt wird, um ein bestimmtes Szenario aufzubauen, um ein bestimmtes Setting zu realisieren und plausibel zu machen. Und das Thema der Held ist eines, das tatsächlich sich durch viele Spiele zieht. Und ich würde heute ganz gern auf ein paar Klassiker schauen und dann ein Spiel tatsächlich mit hier in diesen ersten Stream mit reinziehen, nämlich Songs of a Hero, der diese Mauer, also diese vierte Wand zum Spieler hin durchbricht, indem er permanent sein eigenes Verhalten reflektiert und zwar singend. Tatsächlich wirklich absolut großartig und ich würde ein paar Meilensteine aus auch meiner eigenen Videospielgeschichte hier mit anzitieren und mit einbringen wollen und in Ausschnitten immer so weit spielen, dass ich denke, jetzt haben wir genug gesehen und jetzt gehen wir zum nächsten Titel weiter. Ich würde ganz gerne heute Castle of Illusion, Wonderboy in Monsterland und Songs of a Hero anzitieren. Ich habe ewig noch überlegt, ob ich Zelda noch mit dazu nehme. Also das erste Zelda, Zelda 1 für das Nintendo Entertainment System. Aber das spare ich mir noch auf. Das wird in einem anderen Zusammenhang noch relevant. Aber das hätte man hier ganz genauso gut zitieren können. Genau, ich habe kein festes Scheduling hier auf Twitch. Das kann ich mir nicht leisten aus verschiedenen Gründen. Aber ich werde in dem About-Reiter tatsächlich habe ich den Google-Kalender integriert und dort wird immer auf den nächsten Stream hingewiesen. Und das würde ich ganz gerne so beibehalten, weil ich, wie gesagt, in der vorlesungsfreien Zeit und jetzt auch in der Vorlesungszeit keine festen Slots für das Streaming habe. Wenn euch das interessiert und ihr ab und zu mal live dabei sein wollt und im Chat kommentieren, dann schaut bitte nicht in das Scheduling, sondern jetzt primär erstmal für die erste Zeit in diese Krücke mit dem Google-Kalender. Okay, gehen wir mal an die einzelnen Titel ran und ich hatte schon angedroht, mit welchen Titeln ich hier beginnen möchte. Tatsächlich werde ich wohl mit Wonderboy beginnen. Wonderboy ist eine wirklich mehrteilige Saga und auf dem Master System 1 erschien 1987 liegen da die Rechte Wonderboy 1 mit einer recht farbenfrohen Grafik, die ich hier auf dem Steam Deck emuliere. Und ich hoffe, dass vom Ton her die Aussteuerung so ist, dass wir ein bisschen was vom Spiel mitbekommen, dass es aber insgesamt nicht zu laut ist, um den Kommentar mitzuhören. Worum es mir hierbei geht, ist, dass wenn wir über den Helden reden, wir natürlich ein für die Linguistik und Literaturwissenschaft, prinzipiell für die Geistesgeschichte extrem wichtiges Thema ansprechen, nämlich die Art und Weise, wie wir über Helden erzählen. Und es gibt hier ganz unterschiedliche Forschungen dazu. Also Jerzy Luhtmann zum Beispiel wäre ja sofort zu nennen. Oder Popp mit den einfachen Formen. Und die Erzählforschung selbst hat ganz unterschiedliche Vorschläge unterbreitet, wie man diese Heldenerzählungen in unterschiedlichen Kulturkreisen typologisieren kann und welche Elemente in so einer Heldengeschichte
vorkommen müssen, damit sie überhaupt als Heldengeschichte zählen kann. Das Ganze würde ich mir für die Vorlesung selbst aufheben, auch die theoretische Herleitung. Ich würde nur dieses Let's Play dafür nutzen, um auf so ein paar Elemente hinzuweisen, die spannend wären, die man sich anschauen kann. Und damit denke ich, habe ich das jetzt genug gerahmt. Also Wonderboy in Monsterland 1987 erschien. Und wir steigen ein mit einer schmucklosen Grußtafel Welcome to Monsterland. Also übrigens, alle Titel, die ich heute zeige, sind englischsprachig. Die liegen nicht in deutscher Übersetzung vor. Und das ist das, was wir an Kontextwissen mitbekommen. Also offensichtlich wissen wir sind Monster, Wonderboy. Ja. Es ist nicht der erste Teil, es ist der zweite Teil dieses Spiels. Huch, jetzt habe ich das abgebrochen, das war gar nicht meine Absicht. Tatsächlich ist es der zweite Teil, das heißt, die Figur Wonderboy ist schon eingeführt. Und wir können hier mehr oder weniger in diese Liste oder in diese Tradition einsteigen. Und wir kommen hier zu einer Weissagerin, die uns als tapferen Helden begrüßt, dessen Schicksal, oder wir sind in einem Land, dessen Schicksal in unserer Hand liegt. Wir müssen den Drachen besiegen und den Frieden wiederherstellen. Nimmt das Schwert und diesen Trank mit euch. Wir werden uns wiedersehen. Das ist im Wesentlichen die Grundlage dessen. Huch, warum bricht denn das Spiel jetzt dauernd ab? Das war jetzt, ist es auch nicht so im Sinne des Erfinders. Vielleicht muss ich das nochmal. Tatsächlich, das ist ja ungünstig. Das müssen wir vielleicht nochmal schnell fixen. Jetzt fangen wir das Spiel noch 20 Mal an. So, woran das jetzt allerdings liegt, kann ich auch nicht genau sagen. Wir probieren es nochmal aus. Ansonsten muss ich das nochmal neu starten. Ich starte das Steam Deck nochmal neu. Wer weiß, woran es liegt. Aber um jedenfalls nochmal auf dieses Wonderboy-Thema zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, dass wir hier eine wirklich schmale Kontextualisierung haben, die ganz wesentlich gesteuert wird über den Titel. Ja, also Wonderboy ist als Spielfigur bekannt und eingeführt im Kosmos der Videospiele. Zunächst erstmal über ein ganz einfaches Jump'n'Run, das tatsächlich hier bespielt wird. Und dann in dem zweiten Schritt erscheint Wonderboy in Monsterland. Und Wonderboy in Monsterland ist mehr oder weniger nur eine Neuplatzierung des Helden in einem spezifischen Setting. Und da bekommen wir es damit zu tun, dass wir eine Reintegration haben, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, in ein spezifisches Setting. Und dass wir dann schauen können, wie das Ganze funktioniert in der Praxis. Ich muss mal jetzt ganz kurz schauen, dass das Steam Deck wieder da ist. So. Und hoffentlich funktioniert es die Steuerung so, wie sie soll. Ansonsten muss ich den Stream nochmal starten. Das heißt, die Figur trägt hier offenbar bereits eine Rüstung. Jetzt geht's. Bereits eine Rüstung. Das heißt, der Charakter selbst im ersten Teil trägt natürlich keine. Das heißt, wir sind offensichtlich der Held. Die Schilder kann man nicht lesen. Und ganz zentral ist, dass man von links nach rechts läuft. Der Pfeil deutet es an. Das heißt, das Spiel zeigt faktisch mit ganz einfachen Mitteln, wohin es geht. Hallo, tapferer Mann, vorsichtig zu. Das Schicksal des Landes hängt von dir ab. Deine Mission ist, den Drachen zu zerstören und den Frieden wiederherzustellen. Nimm das Schwert und diesen Trank mit dir. Wir werden uns wiedersehen. So. Die Lage ist klar, Steuerung funktioniert. Es gibt gar keine andere Option. Wir laufen von links nach rechts. Wir sind der Held. Wir tragen eine Rüstung. Wir tragen ein Schwert.
und werden jetzt hier mit Feinden konfrontiert. Und das ist es im Wesentlichen an Kontextualisierung, die das Spiel vornimmt. Es gibt also vor allen Dingen eine Verortung, eine Kontextualisierung über die, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, über die Artefakte, die Lore, den, die Gegenstände, die man einsammelt. Ah, das war, das können wir doch besser. Jetzt ein bisschen knifflig, über den Schlüssel zu springen, um das ganze Geld einzusammeln. Ja, ist mir ja gut gelungen. Also, bedeutet, wir haben ganz typische Videospiele-Elemente, die hier eine Rolle spielen. Also es gibt sowas wie einfache Gegner, es gibt sowas wie Zwischengegner. Das Besondere an diesem Spiel ist hier tatsächlich, dass man Stages spielt, also Level spielt. Den Hintergrund dessen habe ich mir weder in den 90ern erschließen können, noch kann ich es jetzt. Ist aber wohl so, dass wir da aus dem Arcade-Bereich kommen und da ist das nicht so ganz untypisch. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mir wenigstens ein paar Stiefel leisten kann. Ja, das sieht doch gut aus. Genau, das ist das Zentrale. Wir haben jetzt hier bekommen jetzt Stiefel, um uns fortzubewegen. Hierfür tatsächlich für eine Schild oder für eine Rüstung wird mir das Geld fehlen. Ich gehe jetzt nur einfach mal die Läden durch, um das Ganze hier zu zeigen, dass das Narrativ tatsächlich keine Relevanz hat, ob ich jetzt hier diese Läden besuche. Das war ein Schmiede, da kann ich tatsächlich nur Lebensenergie auffüllen. Was heißt nur, das ist nicht so ganz unwichtig. Und hier oben Rüstung kaufen. Die Figuren selbst sind komplett funktionalisiert. Also es gibt keine weitere Erklärung, was hier eigentlich los ist in diesem Land. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass wir die Feinde bekämpfen und auch hier in diesem Laden bei einem Krokodil weitere Waffen kaufen können, die wir dann hier in diesem Ausrüstungsscreen sehen. Das heißt, wir haben einen Wiederbelebungstrank, sind minimal ausgerüstet und wissen im Wesentlichen von der Story nur so viel. Es gibt einen Drachen, offensichtlich lebt das Land nicht in Frieden und wir müssen den Frieden wiederherstellen. Das ist, wenn ich parallel rede und spiele, das kann ich nicht ganz so gut, wie man sieht. Mal sehen, wie weit wir kommen. Halt. Jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen. Tatsächlich sind diese Spielelemente, die wir hier vor uns sehen, genau auf diesen minimalistischen Rahmenhandlung abgestimmt. Ich wollte doch gerade darum bitten. Also auf diese minimalistische Rahmenhandlung abgestimmt. Wir haben unterschiedliche Settings, also etwas wie Städte. Jetzt sind wir hier gerade in einer Höhle, ein ganz typisches Set für solche Videospiele. Und Someone Beyond the Wall, das heißt ein Hinweis darauf, dass hinter dieser Wand offensichtlich jemand sitzt und da treffen wir uns dann vorne wieder. If you are on your way to fight the dragon, I'll teach you. Also das heißt der nächste Hinweis. Wir brauchen dafür das Heroes Emblem und das wird uns helfen, ihn zu schlagen. Und ihre Freundin Catherine, die in Coastal Town lebt, wird uns da weiterhelfen und wir sollen ihr einen Brief geben. So, sie wird uns sicherlich helfen. Das ist eine wichtige Information, die wir hier bekommen. Also das heißt, in dieser Stadt bekommen wir ein Hilfsmittel. Oder zumindest den nächsten Hinweis, aber ein Hilfsmittel. Das ist zu lange her, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht, wo Catherine tatsächlich sitzt. Und ich fürchte, sie sitzt nicht da, wo ich es erwarte. Und das wiederum bedeutet, dass wir da ein bisschen Hilfe brauchen. Ups. So, jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen. Da ist die Zeit weggegangen. Das ist ein Problem hier, dass man immer bei... ich stelle mich echt an. Mal sehen, wie weit ich überhaupt komme. Ja, es ist nicht so relevant, nicht so wichtig. Und jetzt bekommen wir das nächste Schwert. Also das heißt, wir haben hier so ganz typische Elemente, die für so ein Spiel, für so eine typische Heldengeschichte eine Rolle spielen. Und die
in den ersten Jahren der Videospiele wirklich komplett stereotyp durchdekliniert worden sind. Das heißt, wir haben einen Helden, der seine Rolle nicht hinterfragt. Der wird irgendwie ausgestattet und drückt mal ein Schwert in die Hand und sagt, nun geh, es wird Zeit. Stiefel habe ich schon, brauche ich nicht. Das Geld hebe ich auf. Wir haben zufällig platzierte Monster, die nur darauf warten, dass man sie besiegt. Auch das ist in Heldennarrativen nicht so untypisch. Zumindest kommt mir das nicht unbekannt vor. Ja, also die als Hindernisse für den Helden platziert werden, damit er tatsächlich... das war jetzt dumm. Da habe ich auf den Pfeil gewartet. Die auf den Helden warten, um ihn schlussendlich, um für ihn eine Hürde darzustellen, die er überwindet. Dafür ist natürlich das Videospiel als Medium absolut prädestiniert und man versteht diesen Plot und diese Idee von einem Spiel, wenn tatsächlich, wenn man diese Geschichten als Kind rezipiert hat und brauche hier überhaupt keine weitere Erklärung. Ja, das ist doch schon... Es wäre gut, wenn ich tatsächlich, wenn ich nur darauf wartete, dass ich durch Glück weiterkomme. So. Damit haben wir our Stage 2 abgeschlossen. Und wir bekommen auch mehr Herzen dazu und so weiter und so fort. Und die Heldengeschichte, die, wenn man sich mal die Elemente anschaut, die in der Forschung zur Narration über die Heldengeschichte, das gibt's doch nicht, zusammengestellt werden, ist es so, dass wir, also ich muss mich ja mal entschuldigen, aber so weit wollte ich sowieso nicht spielen. Schauen wir, dass wir das Ganze hier so weit bringen. Eieiei, das wird knapp, weil ich jetzt die Zeit verliere. Ja, war aber boah. Okay, also das bedeutet, dass wir tatsächlich jetzt an der Stelle wieder anfangen könnten. Wir haben hier sehen einen klassischen Game-Over-Screen. Und dass wir an Heldennarration, was dieses Spiel uns vorschlägt, tatsächlich mit sehr wenig Narration auskommen. Und mal zur Erinnerung, wir sind Wonderboy und müssen Monsterland vom Drachen befreien, um den Frieden wiederherzustellen, werden ausgerüstet und laufen von links nach rechts. Ja, es gibt in dieser Welt unterschiedliche Settingsstädte, dann gibt es sowas wie die Küste und so weiter und so fort. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich mal vorschlagen, dass wir die Küste jetzt nicht besuchen. Im Übrigen wird die Rahmenhandlung auch nicht weiter ausgeführt. Also das heißt, wir haben eigentlich das gesehen, worum es geht. Es ist ein actionbasiertes Spiel, das im Wesentlichen damit auch auserzählt ist. Im Übrigen sei noch dazu gesagt, dass auch Zelda genau auf diese Art und Weise startet. Nämlich, indem wir als allererstes ein Schwert bekommen. Also soll heißen, es wird ganz typischerweise mit solchen Settings gearbeitet. Und wir blicken jetzt mal weiter auf ein Spiel, das ich jetzt schon mal in einem Vortest habe laufen lassen. Nämlich Castle of Illusion von Sega für das Sega Master System, ebenfalls für das Sega Master System von 1990. Und wir schauen mal ein bisschen in den Vorspann rein. Hier geht es ebenfalls darum, dass eine klassische Heldengeschichte erzählt wird. Allerdings, und das hat man bei Wonderboy schon gesehen, Wonderboy kommt mehr oder weniger aus einer Jump'n'Run-Tradition und der zweite Teil ist ein waschechtes Adventure. Wir haben noch die Action-Elemente drin im Sinne eines Level-Abschlusses, also Stage Cleared, mit einem Punktesystem. Also das ist ganz, ganz stark actionlastig. Aus der Arcade motiviert. Und diese Elemente finden wir auch in Castle of Illusion wieder. Das ist allerdings ein waschechtes Jump'n'Run. Kein Adventure. Und braucht aber offensichtlich für die Motivation dieses Jump'n'Runs eben nicht nur den Highscore oder irgendwie da ist das Spiel zu Ende, sondern es braucht eine Geschichte. Und diese Geschichte schauen wir uns mal ganz kurz an.
In dem Vorspann, sie ist schon einmal durchgelaufen, Once Upon a Mouse ist der klassische Märcheneinstieg. Es war einmal, man ist sofort platziert. Wir haben offiziell Vera City, einen wunderschönen Ort, ja, wo alles wundervoll ist. Nur die Schönheit von Minnie ist äußerst populär und dann passiert Folgendes. Mirabelle hört das Ganze und kidnappt Minnie. Und wir als Mickey Mouse sind ihr der Hexe auf der Fährte und folgen ihr, tun, was wir können und gelangen schlussendlich von Vera City, diesem wunderschönen Ort, hin zum Castle of Illusion, zum Schloss der Illusion. Und das ist die Motivation, der Einstieg für unser Spiel. Und wenn man jetzt mal so vergleichbare Parallelen zieht zu Wonderboy, ist es so, dass auch hier vollkommen unvermittelt das Unheil hereinbricht. In Wonderboy wird überhaupt nichts motiviert, da wird nur gesagt, es gibt einen Drachen und wir sollen Monsterland befrieden. Hier ist es so, dass die Hexe tatsächlich eine Prinzessin kidnappt. Und der Held des Spiels sie zurückholen muss. Also auch wieder ein ganz typischer Plot, da hier nur wirklich skizzenhaft angerissen wird und erzählt wird. Wie geht das Ganze weiter? Wir gehen hier auf den Schwierigkeitsgrad normal. Also wir kommen an diesem Schloss der Illusion an, treffen einen alten Mönch, Weisen, der uns sagt, ihr müsst die sieben Edelsteine des Regenbogens finden. Das ist im Wesentlichen das Ziel. Ein Ratgeber, ein Weiser. Kein Mensch weiß, welche Rolle er hier spielt. Und das Spiel selbst stellt es auch nicht in Frage. Das ist wiederum ein ganz typisches Element in Heldennarrativen, dass wir erstens Prüfungen absolvieren müssen und zweitens, dass es Helferfiguren gibt, die in diesen Prüfungen, ja, uns entscheidende Hinweise geben. Erstens, wo diese sind und zweitens, wozu wir sie brauchen. Das Ganze ist hier vollkommen unmotiviert. Das ist wiederum typisch auch für märchenhaftes Erzählen, indem man davon einfach ausgeht, ja, das ist jetzt halt eine notwendige Handlung, die wir vollziehen müssen. Mickey hätte auch in Vera City bleiben können und Minnie hätte Minnie sein lassen. Das ist aber überhaupt keine Option, die das Spiel erzählt. Okay, also wir brauchen die sieben Edelsteine des Regenbogens. Die geben uns Kraft, um die Hexe zu überwinden. Also das heißt, das ist ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, das wir erreichen müssen, um die Hexe zu besiegen. Aber wir sollen vorsichtig sein, denn die Edelsteine werden verteidigt von den Meistern der Illusion. Okay. Damit ist mehr oder weniger alles gesagt, was an Motivation in diesem Spiel erzählt wird. Also wir haben schon eine etwas breiter ausgebaute Motivation als in Wonderboy. Aber schlussendlich sind auch das erwartbare narrative Elemente, die nicht plausibilisiert werden, indem man einfach davon ausgeht, ja, das gehört zu einer guten Geschichte, um die zu motivieren. Wir sehen im Übrigen auch Mickey Mouse selbst, jetzt muss ich mal schauen, auch Mickey Mouse in Castle of Illusion ist ein klassisches Action-Spiel, wenn man so will. Hier als Jump'n'Run tatsächlich umgesetzt, aber wir sehen die Versuche, wir sehen die Lebensanzeigen, wir sehen einen ablaufenden Timer. Immer schön, wenn man schlechte Laune haben will. Obwohl der Timer hier in diesem Spiel wirklich absolut großartig bemessen ist, ja. Also das ist, der täuscht, falsche Taste, der täuscht vor, gefährlich zu sein, ist er aber wirklich nicht. Und tatsächlich habe ich auch dieses Spiel nicht nur einmal gespielt, um das mal so zu sagen. Und hoffe mal, dass ich mich immer noch an die jeweiligen Tasten erinnere. Das sieht aber im Moment ganz gut aus, bis auf diesen verbaselten Sprung. Und wenn ich mich recht erinnere, verliert man hier fast immer Lebensenergie. Jetzt hat es mal geklappt. Läuft besser als im Wonderboy vorne. Und tatsächlich ist natürlich der narrative Trick bei diesem Spiel, dass man mit den Meistern der Illusion hier alle Spielwelten miteinander kombinieren kann, die man möchte. Wonderboy ist zum Beispiel typisch klassisch aufgebaut. Da gibt es eine Wüstenlandschaft und
unterirdische Anlagen. Es gibt Städte. Es gibt sowas wie eine, man weiß gar nicht, wie man das nennen würde. So Waldlandschaften gibt es. Und das war jetzt gerade dumm. Aber passt gerade noch. Waldlandschaften und so weiter und so fort. Und wenn ich diesen Illusionstrick ziehe, dann ist es natürlich so, dass ich alle denkbaren Spielwelten hier dahinter integrieren kann. Und Sega macht das tatsächlich auch. Und damit wird dieses Jump'n'Run so abwechslungsreich wie die wenigsten. Ich würde jetzt für die erste Annäherung hier wenigstens einmal einem Meister der Illusion zeigen und zumindest noch in eine zweite Welt hineinschauen. Ups, das war nicht gut. Komme ich da überhaupt zurück? Ja, wir probieren das nochmal. Also, ist, wenn man so will, ein... Naja. Exile and Return, das Ganze machen wir dreimal. So gehört sich auch fürs Märchen. Echt wertverrückt. Wir müssen echt rutschen. Na gut. Jetzt. Warum ich hier lang will, wird sich gleich offenbaren. Ja, also es ist eine geheime Abkürzung. Eine geheime Abkürzung. Also es gibt einige in dem Spiel, die man dafür nutzen kann. Diesen Schlüssel brauchen wir, um die Tür zu öffnen. Hier hätten wir noch eine Torte drin, um Lebensenergie aufzutanken. Es wird wohl ein Boss sein. Auch das ist eine typische Struktur, die wir jetzt bei Wonderboy schon gesehen haben. Das heißt, diese abschnitthafte Unterteilung der Heldengeschichte ist ganz, ganz typisch und deswegen über das Heldennarrativ so gut anzuzitieren, dass man eben unterschiedliche Abschnitte hat. Man sieht auch hier, der Score läuft wieder durch. Und tatsächlich funktioniert, wenn man jetzt mal von den Waffen und Schildern und den RPG-Elementen in Wonderboy absieht, Mickey Mouse exakt auf dieselbe Art und Weise, wie auch Wonderboy funktioniert hat. Und jetzt sieht man es schon, wir sind in einer typischen Waldumgebung, die ebenfalls schnell ausgespielt ist. Das probieren wir mal noch. Und diese Umgebung ist hat natürlich einen anderen Meister der Illusion als Endgegner. Und da schauen wir nochmal schnell drauf, bevor wir dann zu Songs of a Hero wechseln. Weil dafür würde ich mir sehr, sehr gern etwas mehr Zeit nehmen. So. Die allmächtigen Spinnenfeinde, die uns jetzt hier aber nicht interessieren müssen. So, na gut, egal. Und also man sieht schon, man konnte auch in 8-Bit-Zeiten sich gut unterhalten mit einer Menge an sehr, auch für die damalige Zeit, wirklich sehr tollen Spielen. Ich persönlich habe Mickey Mouse, also dieses Spiel, wirklich genossen, weil es doch vor allen Dingen, wenn man die Konkurrenz von Nintendo kannte, also Mario und Konsorten, eines der Vorzeigespiele für das Master System war, für das man sich nicht schämen brauchte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das werden wir jetzt gleich noch mit dem Abschluss des Waldes sehen. Im Übrigen, wenn man sich einen Ort vorstellt, an dem Märchen erzählt werden, auch das wird uns in der Vorlesung beschäftigen, Sprache und Spiel, ist es vor allen Dingen der Wald, in dem man das war nicht gut. Es war vor allen Dingen nicht notwendig. Ist es vor allen Dingen der Wald, in dem man sich bewegt. Und insofern muss in so ein Heldenspiel, in ein Heldenspiel, das was auf sich hält, muss ein Wald. Ja, sonst geht es nicht.
Und ich hoffe jetzt mal, dass ich hier... Das ruckelt ein bisschen vor sich hin. Nicht zu viel noch. Der ist ein bisschen tricky, der Gegner. Aber mit... wenn man den schon mal gespielt hat in seinem Leben. Ups. Jetzt wird's knapp. Eieieiei. Nein! Nochmal. Hat's ein bisschen geruckelt. Aber ich denke, man erkennt das Prinzip. Also es sind insgesamt meines Wissens 7 Meister der Illusion. Und ups. Na, ja, das war nicht gut. Aber reicht noch. Aber das war dumm. Also ich komme jetzt hier mit der... Es ruckelt ein bisschen vor sich hin. Was dazu führt, dass ich es nicht gut timen kann. Ich probier's nochmal. Noch einmal muss ich gehen. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ups. Sinnlos. Gut. Das war's. Also wir hätten jetzt den zweiten Edelstein, der uns die Macht gibt, die Hexe zu besiegen. Und dabei würde ich es ganz gern eigentlich belassen. Es schließen sich noch sehr schöne Welten an. Also eine Süßigkeitenwelt. Da können wir vielleicht zum Schluss noch reinschauen schnell. Also eine für damalige Verhältnisse wirklich tolle Idee, absolut kreativ. Mit selbstlaufenden Levels, auch das typisch für die damalige Zeit. Danach schließen sich noch an eine Bibliothek, eine Uhrenfabrik, auch wirklich etwas, was man nicht selten gesehen hat, nicht so oft gesehen hat. Uhrenfabrik oder Uhrenturm. Und schlussendlich das Schloss der Hexe. Das ist tatsächlich der Inhalt dieses Spiels. Aber wie gesagt, das schauen wir jetzt nicht in Gänze durch. Auf einen Aspekt möchte ich noch hin. Und zwar, gehen wir mal auf die Startseite zurück. Auf einen Aspekt möchte ich noch hin. Und das hatte ich auch schon mal in diesem Test-Setup vor 2 Tagen mir angeschaut. Nämlich, dass es noch eine Variante dieses Spiels gibt für das Sega Mega Drive oder Sega Genesis. Und hier schauen wir uns auch mal den Vorspann ganz kurz an. Denn tatsächlich, dadurch, dass ich das Bewegtbild integriere, anders als in der 8-Bit-Fassung, in der 16-Bit-Fassung ist es möglich. Man hört es auch ein bisschen am Soundtrack, dass wir hier mit anderer Technik arbeiten. Haben wir dieselbe Vorgeschichte. Es war einmal, die Schönheit von Mini ist über Vera City hinaus weit bekannt und die Hexe selbst wird sie entführen eines Tages, one day. Und auch das ist ein ganz typisches, wie in der 8-Bit-Fassung, ganz typisches narrative Setting. Mimiki läuft ihr nach und folgt ihr. Und hier haben wir die Motivation für den Aufbruch des Helden. Ganz klassisch durcherzählt in Castle of Illusion. Also ein bisschen, man sieht es schon ein bisschen abweichend, mit ein bisschen abweichender Technik. Ich würde jetzt hier... Ah ne, Practice möchte ich nicht. Ich möchte tatsächlich das normal spielen. Und auch hier kommen wir wieder zum Gas. Und jetzt Achtung. Das Entscheidende ist, dass anders als in der 8-Bit-Fassung, und ich kann das jetzt nicht anhalten, das ist das Problem, ein weiterer Grund genannt wird, warum die Hexe Mini entführt. Und zwar nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie mit den 7 Edelsteinen die Schönheit von Mini rauben will oder kopieren will, adaptieren will. Und das gilt es freilich zu verhindern. Ja, also das heißt, dass Mini ihre Schönheit verliert. Und das ist nochmal, das ist eine ganz typische Geschichte, die in Märchen erzählt wird. Und dieses Motiv wird hier aufgegriffen. Und tatsächlich fragt der Held noch, was ist wohl hinter dieser Tür im Schloss der Illusion? Und er kommt zuerst in den Wald. Ich würde
versuchen, wenn mich die Technik lässt, das sieht aber ganz gut aus, einmal durch diese erste Stage durchzugehen, denn unabhängig von der Motivation dessen, was wir hier machen, also so wiederum Jump'n'Run, es braucht die Rahmenhandlung nicht. Sie ist faktisch nur zur Motivation da, um das Jump'n'Run überhaupt vor einem Hintergrund in ein bestimmtes Setting einzubinden. Wir sehen hier teilweise auch dieselben Gegnertypen, also die Bäume sind identisch, die Pilze gab es auf dem Mars-System nicht, aufgrund der schwächeren Technik. Und dann haben wir noch ein weiteres Element, nämlich dass wir mit Gegenständen schießen können, auch das gab es auf dem Mars-System nicht. Was wirklich an der schwachen Technik, also an der, im Vergleich zum Mega Drive schwachen Technik lag. Und auch dieses Parallax-Scrolling für das 16-Bit-Spiel. Bekannt, berühmt-berüchtigt sind, haben wir auf dem Master-System so in der Form nicht gesehen. Ja, also dafür brauchte man schon ein 16-Bit-System. Und Castle of Illusion zählt, das kann man glaube ich so sagen, zu einem der schönsten Spiele, die für das Mega Drive oder Genesis erschienen sind. Und auch wenn ich das jetzt hier in Emulation spiele, den Versuch brauchen wir nicht, das ist egal. Eines der ganz typischen Sega-Elemente hat nicht gereicht, hätte mal zurücklaufen müssen. Na komm, entspann dich und lauf weiter. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ah, gut. So. Was ich nämlich zeigen will, ist, dass anders als im Master System Castle of Illusion, wir als Held mit diesem Wechsel der Szenerie in eine komplett andere Welt gestellt werden, was als vollkommen selbstverständlich wahrgenommen wird, was auch nicht narrativ gerahmt wird. Also das heißt, dieser Wechsel zwischen den Welten, die bei Wonderboy noch erklärt werden, ja, die lebt an der Küste und die lebt im Berg und die lebt in der Wüste und die lebt in der Pyramide und so weiter und so fort, findet hier nicht mehr statt. Das heißt, wir haben wirklich nur den narrativen Einstieg, der das komplette Spiel motiviert. So, nachdem wir uns jetzt Wonderboy angeschaut haben und auch Castle of Illusion, würde ich mal zurückgehen und würde jetzt, würde jetzt auf Songs for a Hero wechseln, denn tatsächlich ist dieses Spiel eines, das diese ganzen Elemente aufgreift und in der vierten Wand durchbricht. Ich würde hier auch ein neues Spiel anfangen und ich glaube, die Musik auch ein wenig lauter machen. Das Ganze ebenfalls wiederum nur auf Englisch, aber für diejenigen, die mit 16-Bit-Spielen oder 8-Bit-Spielen aufgewachsen sind, so ganz klassischen Jump'n'Runs, ist das ein wirklicher Geheimtipp. Wird in der Vorlesung eine große Rolle spielen, denn, selbst wenn es in Englisch vorliegt, denn das, was dieses Spiel macht, ist mit einer relativ einfachen Spielmechanik eine ganz tiefe Verbeugung vor allen Videospielen, die so gestrickt sind wie Wonderboy in Monsterland oder Castle of Illusion. Und ich würde ganz gern, damit man das Ganze gut nachvollziehen kann, ein neues Spiel beginnen. Und damit wir über das ein oder andere dann doch auch schmunzeln können in der Vorlesung. Denn der Held kommentiert nicht nur sein eigenes Tun oder das, was er macht, sondern auch, was er um sich herum sieht und bewertet auch entsprechend Stereotyp bestimmte Gegner. Man sieht es hier schon, das sieht aus wie Monster Boy in Wonderland und das ist natürlich kein Zufall. Das ganze Spiel liegt in Portugiesisch und in Englisch vor. Portugiesisch, weil die Entwickler aus Portugal kommen und wurde zum Glück ins Englische übertragen. Wer die Gelegenheit hat, das zu spielen, tue das bitte. Das ist eine wirkliche Empfehlung. Also wir fangen jetzt mit einem neuen Spiel an.
Ich habe das Spiel eigentlich ursprünglich auf der Switch begonnen, habe das dann hier noch für Steam nochmal nachgekauft. Bin also entsprechend noch nicht so weit, ist aber egal. So, also wir sehen hier schon das Erste, ja, also der Held ist rechtshändig, es sei denn, er schaut nach links, dann ist er linkshändig. Wir sehen die typische Heldengeschichte, die hier narrativ entwickeln wird. Also es ist offensichtlich eine weibliche Figur, die unserem Helden erscheint und durch einen Bösewicht, ja, festgehalten wird und durch einen Dämon und tatsächlich entführt wurde. Und wir müssen sie retten. Ja, das ist das typische Setup für so eine Geschichte, die wir bei Castle of Illusion gesehen haben, die freilich auch bei Mario in jedem Jump'n'Run erzählt wird, wo man sich denkt, Peach, bleib doch mal bitte da, wo du bist, ja, also lauf nicht die ganze Zeit durch die Gegend, es geht nur schief. Und das, was wir jetzt sehen, so, also mal schon ganz kurz gesehen, wie das funktioniert, ja, wir haben den Einstieg, den Story-Einstieg, und der ganz klassisch dem Heldennarrativ folgt. Das heißt, wir haben eine Figur, die ausgerüstet wird mit Schwert und Schild. Auch das sehen wir hier. Und wir starten in den Green Hills. Ja. Also, man sieht schon, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen zurück. Der Held singt tatsächlich durchgehend die ganze Zeit. I just hope there's not anything that could get in the way. I see a cliff up high, but that won't stop me at all. For I can do 12-foot jumps and I don't get hurt when I fall. I must jump right here and precision is the key. If I slip and fall, it won't look very good for me. Once I was told by a wise man, a fighter's strength is the chin. How much of a beating you're able to take is what determines who wins. I hate confrontation, it just isn't for me. But these enemies are bringing armor brutality. I had enough of these serpents, they're always on the attack. Especially as a group, they might just sneak behind my back. Oh, there will be a few moments when I will have to duck. That will not protect me, so I shouldn't push my luck. My sword can be mighty, but I need to be on my toes. I should mind the timing so I can actually hit my foes. There are so many serpents, they seem to crawl out of the earth. Although I had it coming because I am the one on their turf. Seeing a musical note just floating in the air. Jetzt hat man diesen kontextsensitiven Hinweis, dass man jetzt eine Note eingesammelt hat. It is a good thing I don't play heads or tails anymore. I can see a statue on the other side of this tunnel. This could be a trap, there's no room for me to fumble. It just fired an arrow, but how it could isn't clear. I never knew a snake could be such a crafty so. Engineer. Jetzt bekommen wir auch gleichzeitig die Spielmechanik erklärt. Das scheint nicht zu funktionieren. I'm always glad when someone says my sword does look nice, but it's a family heirloom, I won't sell it at any price. Also man sieht schon, es wird faktisch jede Praxis dieses Genres, ja. I'm a mighty water, but no matter how hard I try, whenever I touch a snake, I feel I am going to die. Mit Genre-typischen Verstecken,
mit dem Einsammeln von Münzen, den Schlangen, den grünen Schlangen als typischen Gegner. Genau, darum geht's. I have a bevy of talents, and that is plain to see. But the act of walking sometimes is not my cup of tea. I will be victorious, I do have what it takes. I can go on with this for days without any bathroom breaks. Oh, noble gentleman, could you please help me? I need to find a castle and set the princess free. Your voice is weird, doesn't sound like you're speaking. But for some reason I can understand the meaning. This conversation was nice, and you seem pretty alright. But I must be going, got to get back to the fight. Ein Rücksichtspunkt, ja? Also, ganz klassisch die sprachlichen Strukturen aufs Korn genommen, die Bubble Voices, ja, also die tatsächlich integriert werden aus Speicherplatzgründen, weil man auf die Module in den frühen Zeiten tatsächlich keine Sprachausgabe setzen konnte. Could I be losing my sanity? Or does this truly defy the laws of gravity? Selbst die schwebenden Plattformen, die typisch sind für Plattformspiele dieser Art, werden im Spiel selbst noch thematisiert. So daunting, but I will thrive in the end. Somehow I have a feeling there's a higher force in command. As if there weren't enough, something else comes to sight. Another floating platform, but this one goes left and right. I feel pretty invincible, like I was meant to be here. As long as I have my confidence, I won't be easy to beat. In spite of all the hardship, I will continue to strive. I'll do what it takes, so the princess does get out alive. Even if odds are against me and fear takes over my soul, my faith is not so hört halt auch nicht auf, ne? Was ich aber zeigen will, ist, man kann tatsächlich in den Einstellungen, wo sind die denn? Nee. Wo sind denn die Settings? Ah ja. Options. Man kann tatsächlich die Lautstärke des Gesangs runterregeln, falls man irgendwann mal nicht mehr kann. Das ist ja nicht unwahrscheinlich. Aber mir kommt es vor allen Dingen eben auf das permanente Singen und die die Explizitmachung der Selbstverständlichkeit des Genres. I've seen this tree before, or maybe I'm going insane. They look as if they're made from a mold, they all just look the same. Even though I'm still just a few steps from home, it feels already like this place is completely unknown. So. Schon mal hier. My collection, even if I lose my mind, I'll get as many musical notes as I am able to find. I carefully move, my effort will not be in vain. I have to take my time if I don't want to do this again. Auch das haben wir als typisches Spielelement in Wonderboy gesehen. Das heißt, der Angriff faktisch von einer Figur außerhalb des Screens, ein ganz typisches Element. Dass wir wo erwartbar ist, dass wenn wir hochspringen, um das Medaillon zu holen, uns der Pfeil trifft. Ja, wie gesehen. Schauen wir mal. If these arrows hit me, I won't be happy at all. I need my wits about me. This challenge isn't so small.
So, ich würde das... driving me to move to the right. So I just made the jump even though the bottom was out of sight. Ja. Das ist die erste Welt gewesen. Und man sieht schon die Anleihen direkt bei Wonderboy. Und mehr oder weniger verhandelt das Spiel Stereotype. Ja, also das ist das, worum es geht. Genau. das ist das, was wir auch bei Mickey Mouse gesehen haben. Und jetzt Achtung. Not so cool, Shells. I'm a little confused now, can tell the truth from a lie. Everything just changed when I blinked my eyes. As I go on with my journey, I notice something strange. I didn't expect the colors of the sky to suddenly change. I keep pressing forward through the change of scenery. But they still have snakes out here I see. I see another rival that dares to block my path. It has a serpent's body and a dragon's breath. With keen observation, I now have found a clue. It seems the enemies get stronger when they change their hue. I have to climb now, which puts me in a tizzy. I just hope and pray the height won't make me dizzy. No matter the terrain, I simply never stumble. I have so many talents, such as being humble. Creatures are leaving an assortment of items in their wake. How weird is the diet of these snakes? Plenty of strength and courage run deep inside of me. In spite of all the danger, I still refuse to flee. Wow, what a contraption, and it's so sad. Da muss ich später nochmal zurückkommen, da komme ich jetzt nicht hin. And then it sends you flying, facing all these trials, I still know where to go. However, I must say that ein Wiederspielen. Oje. I'm going inside this cave and I'm ready to fight. I won't back down. Ich muss langsam ein bisschen aufpassen, damit ich noch genügend Lebensenergie habe. Ja. Ja, da bin ich jetzt ganz gut durchgekommen. Ne? Also, der Wechsel der Szenerie. Jetzt singt er weiter. Just saying random stuff because I love to rhyme. This fireball might be useful in my quest. Okay. I wonder how it didn't burn the chest. And since it didn't burn me as well, I'm gonna use it on the snakes and raise some hell. So. Also durch das Halten von X lade ich das Schwert auf und kann einen Feuerball schießen, was ich... Fireball will help me clear the way. I just need a charge, it's a fire away. This is quite a puzzle, but it's not too hard for me. I suspect this furnace is the key. So, also das heißt, wird auch für Rätsel eingesetzt. Rücksetzpunkt. The enemy is far from me, but let him skip, I will not. I'm gonna set it on fire with this new power I've got. I'm getting tired of fighting all these nasty snakes, but then I think it could be worse than my poor heart aches. I have learned a lesson, my victory surely will depend as much on courage as on acrobatic skill. Rescuing the princess is something I must do. Someone has to save her, if not I, then who? I'm so glad the puzzle is finally out of the way. The fire that burns inside of me is here to stay. Jump Pads, auch ganz typisches Element, um Spieler in Bedrängnis zu bringen, wie gerade gesehen, indem man nämlich in Gegner hinein geschleudert wird. So, ich würde sagen, das probieren wir mal nicht aus, da mal umzugehen, obwohl, na klar, ich
musiziere erstmal nicht. Geht ja nicht um Vollständigkeit beim Anspielen. Just thinking of falling down Shakespeare to the core. Through the hottest days and through the coldest nights, I'll see hardship, but I know I won't give up the fight. So, gibt's noch was? Okay. Das sind auch so typische Mechanismen, ne? Also das heißt, dass man die Wände so ein bisschen andeutet, also die Türen andeutet. So, hier sieht man das ein bisschen an der Seite, dass es ein bisschen durchschimmert. Anders als bei den anderen Wänden, und das steht für eine Tür, hier unten ebenfalls, da waren wir gerade. Ist aber irrelevant, ist nur eine brauchbare Spielmechanik, die halt hier eben funktioniert und die man ausnutzen kann oder es eben bleiben lässt. Für mich relevant wird es schlussendlich. Na. Na, das geht einfach. I see another furnace, but now I have figured it out. I'll just use my fireball and see what's about to go down. Nothing actually happened. I am feeling a bit nervous. Someone should replace this broken furnace. I understand it now, I think I got it right. There's more than just one furnace that I'm supposed to ignite. So. So, wieder so eine Situation. Eine Feuerball-Situation, in der man das Champett eben nicht. So, damit haben wir die drei Schalter bedient, um die Brücke abzusenken. Und damit wahrscheinlich auch den zweiten Abschnitt abgeschlossen. Yes, I finally did it. The bridge has come down for me. It wasn't just one furnace, it was three. So, damit die Stage abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zum Boss. Um noch auf zwei, drei ganz zentrale Elemente in solchen Heldengeschichten hinzuweisen. Wir haben eben wieder dieses Episodenhafte. Ja, inklusive Selbstüberschätzung. So. Okay, gehen wir mal weiter. Genau. Dass die Totenköpfe auf Gefahren hinweisen. Und jetzt kommen wir mehr oder weniger im dritten Akt zu einem Schloss. Und jetzt wäre ja die Erwartung, dass die Prinzessin hier auf uns wartet.